Matthias Schulz, die kommende neue Saison 2023/24 ist ja Ihre letzte als Intendant der Staatsoper unter den Linden, bevor Sie dann ans Opernhaus Zürich wechseln. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in diese neue Saison und was wollen Sie unbedingt noch der Staatsoper, dem Publikum hier und der Staatskapelle mitgeben? Ja, es ist schon unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Seit 2015, als ich da ernannt wurde, habe ich mich intensivst mit jedem Detail auseinandergesetzt. Und wenn man dann in so ein Haus einziehen darf, was der Fall war, und man sich da so alles im besten Sinne erkämpfen muss und sozusagen auch jeden Quadratzentimeter kennenlernt, natürlich all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem so unglaublich ans Herz wachsen. Also ich werde das schon sehr vermissen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass auch diese ganze Art hier kraftvoll Oper zu machen, die ganze Bandbreite zu zeigen, dass sozusagen auch wirklich wahrgenommen wird, dass man aber auch diese große Zugänglichkeit, die Oper braucht und die Zugänglichkeit, die wir auch ausstrahlen wollten. Ja, ich hoffe, dass sich da sozusagen vieles verankert hat, was dann auch, auf dem man da bestens aufsetzen kann. 2015 waren Sie designierter Intendant der Staatsoper unter den Linden. Seit 2017 haben Sie die alleinige Verantwortung. Jede Ihrer Spielzeiten hatte ja ein Schlagwort, ein Motto, unter dem Sie standen. Wir hatten schlaflos, uferlos, ruhelos und jetzt sprachlos. Spielt die Musik da, wo wir mit der Sprache nicht mehr weiterkommen? Ja. Das kann man so sagen. Und das ist also bei Rusalka, das ist ja so eine Figur, die wird dann irgendwann, verliert sie ihre Sprache und mutiert in etwas anderes. Das wird auch in dieser Inszenierung von Kornel Montuschko sehr deutlich. Sprachlos hat ja so eine vielfache Bedeutung. Sprachlos kann etwas, weil man so staunt, positiv staunt über etwas machen. Es kann aber auch ein negativer Schock sein, der einem plötzlich die Sprache verlieren lässt. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Musik und die Oper natürlich, wo alles von Text natürlich eine große Rolle spielt, aber auch noch so viel mehr und auch vieles über das Unsagbare, über das Nichtsprachliche hinaus dargestellt wird. Und ich glaube, so als ich sag mal, assoziatives Schlagwort, wir machen es ja bewusst nicht als Motto, ist das sehr passend für diese Spielzeit. Jetzt kommen wir zu den großen Premieren der neuen Spielzeit und die erste ist AIDA. Die erste ist AIDA. Ja, ich glaube, für uns war es ein großes Anliegen, so auch die großen Verdi-Werke natürlich hier wieder an die Staatsoper zu bringen. Das war auch Daniel Barenboim noch ein großes Anliegen. Und wir haben ja diese AIDA-Premiere schon lange Jahre geplant gehabt. Auch mit dem Regisseur Calixto Bieto gab es über das Konzept schon seit langer Zeit einen Austausch. Ja, es wird jetzt Nicola Lusiotti dirigieren, jemand, der noch nie an der Staatsoper war, der aber ein absoluter Experte in dieser Musik ist. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben Marina Rebecca, wir haben Elina Garancia. Ich glaube, wenn man Calixto Bieto kennt, kann man sich auf eine sehr taffe auch Umsetzung im besten Sinne dieses Stoffes freuen. Wir bleiben bei dramatischen Frauenfiguren und kommen zu Rusalka. Das ist die erfolgreichste Oper von Antonín Dvořák und sozusagen eine Wassernixe, eine tschechische Undine. Was hat es mit der auf sich? Rusalka ist einfach ein Meisterwerk. Ich freue mich, dass Christiane Karg da die Titelrolle singen wird. Robin Ticciati, der so erfolgreich das Kleinborn dirigiert und wirkt, seit vielen, vielen Jahren und Oper macht, wird dirigieren. Ich freue mich sehr, dann mit dem Regisseur Kornel Montuschko, der jetzt so erfolgreich Sleepless bei uns gemacht hat. In dieser Konstellation macht es einfach Spaß, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Jetzt kommen wir zu einer Oper, die, glaube ich, eine riesige Herausforderung für jedes Opernhaus ist. Ja, wir werden die Oper Chovančina zeigen. Es ist ein Monstrum an einer Oper. Die Musik ist aber fantastisch. Also es ist so, wir Dirigentin wird ja Simone Young sein, was auch für diese Musik ist sie da sehr, sehr gut. Sie spricht auch Russisch übrigens. Und Klaus Guth wird diesen Stoff umsetzen. Die Oper heißt ja dieser Der Fall Chovančina, und er wird auf diesen Fall, auf diesen sagen wir, Kriminalfall eigentlich so ein besonderes Augenmerk richten. Und ich glaube, dass er in dieser symbolhaften Sprache, die er einerseits hat und andererseits vor allen Dingen Psychologie
der Personenkonstellationen immer erforscht und herausschält. Ja? Ich glaube, in diesem Feld hat er da ein tolles Konzept für diese Oper entwickelt. Die Barocktage, das ist ja sozusagen Ihre Erfindung. Und da erleben wir dann nochmal eine besondere Premiere, und zwar Médée. Diese Médée ist auch, folgt eigentlich diesem Muster, dass wir bei den Barocktagen vor allen Dingen für Entdeckungen sorgen wollten. Deswegen habe ich mir ein bisschen auferlegt, alles außer Händel. Nicht, dass da nicht die tollsten Meisterwerke sind, aber wir hatten ja in der ersten Spielzeit eben Rameau, und das war vorher nie in der Staatsoper. Wir hatten Comprin, wir hatten Vivaldi, wir hatten Alessandro Scarlatti, und es waren jeweils Komponisten, wo nie vorher eine Oper oder manchmal auch überhaupt Klänge an der Staatsoper zu hören waren. Und Médée von Charpentier ist jetzt wieder ein Meisterwerk, ein französisches Meisterwerk, das diesen Médée-Stoff verfolgt, den wir alle kennen. Und Simon Rattle wird das zum Leben erwecken musikalisch. Wir haben Peter Sellers, das ist so eine bewährte Kombination. Frank Gehry wird sozusagen die Bühne machen. Also das ist wirklich ein grandioser Wurf, den Frank Gehry da gezeichnet hat. Und wenn sich das nur annähernd so umsetzt auf der Bühne, wie man das jetzt schon im Modell sehen kann, dann wird das gigantisch schön. Ja. Und wenn man jetzt mit denen da zusammenarbeitet, mit all ihrer Erfahrung, die sie da haben, ich sag mal so, es ist eine Old Boy Band im besten Sinne. Und da freue ich mich sehr darauf. Und dieser Medea-Stoff wird sich im Übrigen auch in den Barocktagen noch so fortsetzen. Es wird noch Medea von Cherubini zu erleben sein. Zum ersten Mal gespielt von einem Originalklangensemble, also dem Akkermus aus Berlin. Dann haben wir noch von Bender Médée. Es ist sozusagen auch nochmal ein Komponist, der hier mit der Geschichte der Staatsoper zu tun hat, der sich auch diesem Stoff gewidmet hat. Und das zieht sich so durch diese Barocktage. Und eine Uraufführung bildet dann den Abschluss der Saison. Und das ist die Melancholie des Widerstands. Und Sie wollten unbedingt eine zeitgenössische Oper dafür, richtig? Ja, es gibt von dem ungarischen Schriftsteller Laszlo Krasznoharkai, ich hoffe, ich spreche das richtig, aber so ungefähr hat es gestimmt. Dieses wirklich monumentale Werk Melancholie des Widerstands. Und das versuchen wir in eine Oper umzusetzen mit dem Regisseur David Martin. Wir haben einen sehr, sehr guten Librettisten gefunden, Herrn Metayer, der versucht zu kondensieren. Und diese Uraufführung ist mit Marc-André Dalbavy, der, wie ich finde, in bester französischer Nachfolge von Debussy, der sich so auch ein Spektralist, kann man sagen, der sich aber sehr frei auch im Komponieren mit diesen Klängen auseinandergesetzt hat, der breit aufgefächerte Klänge zeigt. Das hat eine hohe emotionale Kraft, seine Musik. Ich glaube, dass sozusagen in diesem Ganzen mit David Martin, der das so als Spielfilm machen wird. Also man wird das Making-of sozusagen auf der Bühne sehen und dann parallel noch im Grunde das Ganze, was dort auch live gefilmt wird, dann noch auf einer Leinwand. Also es ist auch von dem her ein sehr, sehr interessantes Konzept, was er macht. Und es entstehen auf die Art und Weise, wie auch in der Musik, teilweise wie es unterschiedliche Schichten, Ebenen, Auffächerungen. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was am Ende wirklich rauskommen wird. Marc-André Dalbavy ist ja jetzt gerade mitten im Komponieren. Und es ist ganz am Schluss nochmal so eine Uraufführung zeigen zu können, freut mich natürlich besonders. Linden 21 ist ja sozusagen die zeitgenössische Spielwiese der Staatsoper unter den Linden. Und da erleben wir gleich zwei Uraufführungen. Also bei Timeless Moment freue ich mich besonders, dass Silvia Costa auch als Regisseurin kommt, die jetzt schon so einen Weg macht. Es wird der Alain Franco diese ganze musikalische Seite da machen. Es ist eine Stückentwicklung. Es wird um die Musik von Debussy und Murray gehen. Wir machen das ja da im alten Orchesterprobensaal. Und das ist auch, glaube ich, nach dem besten Sinne von Linden 21, dass man ja erstens mal Neues entwickelt, dass man auch die Gelegenheit hat, solche Künstler noch mal kennenzulernen, im breiteren Umfeld, dass man noch mal die Möglichkeit hat, das Publikum auch ein bisschen anders zum Geschehen zum Beispiel zu setzen, als man es vielleicht gewohnt ist. Und bei uns man so angefasst wird und keine Distanz entsteht, was ich so wichtig und so toll finde. Und
das wird nochmal übersteigert in diesem alten Orchesterprobensaal, wo man dann teilweise die Sänger wirklich nur 3 Meter, 4 Meter vor sich hat und einfach dann mitten im Geschehen sitzt. Und dann gibt es eine Uraufführung, auf die ich persönlich sehr gespannt bin, denn sie wird sich um Klaus Nomi drehen. Ja, Klaus Nomi, der hätte seinen 40. Todestag genau zu diesem Zeitpunkt. Und es ist jemand, der als Counter hier nicht wahnsinnig erfolgreich war und hat das ganz klassisch versucht in Deutschland, in Europa. Und eigentlich erst, als er noch New York ist, David Bowie kennengelernt hat, ist der ganz groß rausgekommen, der dann ja AIDS bekommen hat. Dann auch in New York eigentlich relativ einsam in einem Krankenhaus gestorben ist. Also eine wirklich traurige Geschichte. Aber er hat einfach indirekt durch die Verbindung zu Bowie, aber auch in seiner ganzen Art, hat er vielleicht auch die heutige Zeit ein Stück weit vorweggenommen und hat indirekt wahnsinnig viel mit Berlin und seiner Geschichte zu tun. Und ich glaube, sich dieser Figur zu stellen, ist toll. Und das wird Julia Lwowski machen, von dem Künstlerkollektiv Hauen und Stechen, die aber dort als ganz tolle, neu zu entdeckende Regisseurin hier bei uns sein wird. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Es ist, glaube ich, eine lohnende Auseinandersetzung mit einer Figur, die ein Schlaglicht verdiente. Und dann kommen wir zu den Festtagen, die Daniel Barenboim ja mal ins Leben gerufen hat. Aber jetzt werden sie ohne ihn stattfinden müssen. Er hat das dann auch viele Jahre mit Wagner im Zentrum gehabt. Und dieser Idee folgen kommen wir eigentlich zurück und zeigen jetzt nochmal die fünfte und sechste Serie unseres neuen Rings, der natürlich fast eine Jahrzehnte Anstrengung war fürs Haus. Sowas macht man vielleicht alle 10 Jahre. Und dass es natürlich jetzt so eingeschlagen hat, so ein Erfolg ist. Wir haben lange Wartelisten gehabt. Wir wollen einfach das nochmal weiter zugänglich machen. Wir haben nochmal mit Philipp Jordan nochmal einen neuen Dirigenten für diesen Ring. Bei den Festtagen gibt es sonst noch, Subin Mehta wird, unser Ehrendirigent, wird ein Konzert machen mit Bruckners 8. Symphonie. Und wir werden natürlich unser Kinderorchester wieder haben, das immer zu den Festtagen seine Premiere feiert, dann ja Konzerte wiederholt für Schulklassen und dann auch noch eins in Brandenburg macht. So, beim Kinderorchester ist einfach auch eine Erweiterung der Familie der Staatsoper, wo diese 7- bis 13-jährigen Kinder sind. Eine Kooperation wirklich mit allen bezirklichen Musikschulen des Landes Berlin. Und die Staatskapelle Berlin ist da auch mit Stimmgruppenbetreuern involviert. Und das ist einfach die reine Wonne. Eine Spielzeit lebt ja auch von den Wiederaufnahmen. Und da mit einem lachenden und einem weinenden Auge werden wir noch einen Abschied erleben, und zwar den von Waltraud Meyer. Sie hat sich ja schon von verschiedenen Bühnen verabschiedet, aber jetzt wird es endgültig sein. Ja, ich habe sie gerade noch mal in Dresden in der Götterdämmerung erlebt. Ich habe mit ihr dann noch mal gesprochen und sie hat gemeint, es wäre wirklich dann ihr letzter Bühnenauftritt überhaupt. Ob das dann wirklich so bleibt, das kann man, glaubt man gar nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass das jetzt hier stattfinden wird an der Staatsoper unter den Linden und im Rahmen auch dieser einfach grandiosen Aufführung von Patrice Chéreau von Elektra, die ja wirklich weltweit Furore gemacht hat. Wir haben ja überhaupt rund um die AIDA-Premiere haben wir auch Don Carlos und wir haben Macbeth und wir haben Rigoletto kommt zurück, die Traviata. Also wir haben da so nochmal den ganzen Verdi, hätte ich fast gesagt. Jetzt haben wir ganz viel über Opern gesprochen, jetzt wollen wir auch über die Konzerte reden. Und da bildet, glaube ich, Dvorak einen Schwerpunkt, richtig? Ja, da sind Symphonien von Dvorak enthalten. Es sind aber auch im Konzertprogramm Solokonzerte. Wir haben auch, dann gibt es ja diese Tondichtungen. Also man wird Verschiedenes von Dvorak da erleben, aber auch Bruckner zum Brucknerjahr. Christian Thielemann, der wird hier Bruckners 5. machen. Das ist einfach eins seiner Leib- und Magenstücke. Und das ist, glaube ich, auch für die Staatskapelle, das mal mit ihm machen zu können. Allein dieses Finale von Bruckner 5 ist so unglaubliches Stück Musik. Auch Mahler, diese 5. Mahler, die gerade wegen dieses Films Tal in aller Munde ist, wird gleich bei Raphael Pajade zu erleben sein. In der Philharmonie, diesmal wirklich in der Philharmonie.
ja, also es ist einerseits große Symphonik und andererseits viel Gewicht auf Dvorak und auch zeitgenössisches. Das Orchester des Wandels wird ein Konzert im Kraftwerk Mitte machen. Es ist auch toll, dass sie das immer machen mit viel zeitgenössischer Musik, mit sehr ungewöhnlichen Projekten. Und dieses Sustainable Listening ist ein neues Format, das jetzt schon hier einige Male stattgefunden hat, wo auch in diesem Apollo-Saal so eine Klimakapsel entsteht, ein sehr besonderer Raum, wo dann auch sich immer einem Thema gewidmet wird. Also zuerst war es mal Wasser, dann war es Wald. Und das wird, glaube ich, auf sehr künstlerische Weise, werden auf die Hauptprobleme dort wird eingegangen. Das Tolle ist aber auch einfach das Zusammenkommen. Also es würden immer gerne viel mehr Leute noch mit dabei sein als können, weil wir haben hier nur für 250 Leute da Platz. Aber es ist einfach ein Zusammenkommen. Man steht danach auch noch, es wird lange diskutiert. Und das ist einfach so für die Sensibilisierung für uns sehr, sehr wichtig. Während der Pandemie war das Reisen für die Staatskapelle schwierig bis unmöglich, aber jetzt können Sie wieder und diesmal geht die Tournee in die USA, richtig? Diesmal geht es in die USA, wir haben tolle Orte, also Kanada ist auch dabei, Toronto, Philadelphia, Chicago, haben zwei Konzerte in New York und auch zwei Konzerte in Miami. Und es wird Brahms gespielt, der ganze Brahms-Zyklus. Und wir hoffen sehr, dass das mit Daniel Barenboim möglich sein wird. Er ist auch jemand, der jetzt einfach den letzten 30 Jahre diesen Klang dieser Staatskapelle so geformt hat. Und wir hoffen sehr, dass das mit ihm möglich wird. Als fünffachem Vater liegt Ihnen ja die Förderung des musikalischen Nachwuchses und vor allem des Opernnachwuchses besonders am Herzen. Wie spiegelt sich das in der kommenden Saison auch mit einem neuen Kinderopernhaus? Für uns war bei dieser Idee des Kinderopernhaus wichtig, dass wir das erweitern. Und dass wir, das hatte begonnen in Lichtenberg vor über 10 Jahren. Und das Netz wird immer größer. Und die letzte Errungenschaft ist sozusagen ein neues Kinderopernhaus da in Gropiusstadt. Was mich besonders freut, den Anstoß dazu, muss ich sagen, haben auch Gespräche mit Alba Berlin ergeben, mit denen wir so partnerschaftlich uns austauschen und auch Projekte realisieren. Und das sozusagen, dass mit dem Bezirk Neukölln dort und auch vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit dem Senat für Bildung und Familie, da so wir wirklich die Unterstützung haben, da diese Dinge zu machen. Auch die Bezirksbürgermeister sind überall voll involviert, unterstützen uns sehr. Und das ist wirklich beispielgebend, dass Kinder niedrigschwellig Musiktheatererfahrungen machen, selbst Stücke entwickeln, singen, Regie führen, sozusagen teilweise auch Kostüme schneidern, dann aber auch dramaturgisch sich Gedanken machen und teilweise die tollsten Dinge sich da ausdenken zu den Stücken und wie sie interpretiert werden sollten. Also da entsteht etwas, was wirklich sehr besonders ist und wo auch die ganze Familie eingebunden wird, wo sozusagen auch klar gemacht wird, wie wichtig es ist, wenn man so etwas schaffen will, über einen gewissen Berg auch mal drüber will, wie wichtig da Proben sind und dass man da wirklich erscheint, dass man da das ernst nimmt und so. Also da findet eine ganz tolle auch Begleitung statt, eine sozialpädagogische, die da sehr, sehr entscheidend ist bei diesen Projekten. Und das Kinderopernhaus, das natürlich von Regina Lux-Hahn da perfekt geleitet wird, ist einfach eine unglaubliche Bereicherung für unsere Institution. Jugendarbeit durchzieht unser ganzes Programm, muss man sagen. Und wir machen da ja, es gibt viele Workshops, Kinderkonzerte, mal abseits des Opernkinderorchesters. Wir haben aber auch diese ganzen Familienvorstellungen. Bei den Barocktagen wird auch dann das Freiburger Barockensemble eine Kinderoper zeigen, wo wir auch in manche andere in Schulen direkt gehen. Also dieses Art von Jugendprogramm, einfach die Nächsten nah bei uns zu haben, immer wieder zu uns zu holen, manchmal auch zu ihnen zu gehen, wie bei den Kinderopernhäusern. Also ich glaube, da haben wir so eine ganz gute Mischung gefunden. Das klingt wirklich nach einer sehr spannenden neuen Saison, die ja ihre letzte ist und die aber mit einem großen Fest beginnt, und zwar am 9. September. Diesmal ist es wirklich ein Fest, wo wir gesagt haben, das muss so richtig wirken können und es müssen auch die Leute wirklich das Haus sehen können.
und auch mal sozusagen einen Blick hinter die Bühnen werfen dürfen. Auch das Intendanzgebäude wird eingeschlossen sein und ich glaube, das lohnt sich da, uns alle mal kennenzulernen. Das ist vom Staatsopernchor, Staatskapelle, auch das Ballett übrigens als Koproduktionspartner mit dabei, auch von Jugendchor, Kinderchor, Orchesterakademie, Opernstudio, also alles, was wir hier so haben, wird man da erleben können. Herzlichen Dank, Matthias Schulz. Vielen Dank, ich freue mich sehr drauf.